Gut, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Zu einer Zeit, wo sowieso keiner zum Glück zuschauen wird. Ich spiele heute die Siedler Aufbruch der Kulturen. Und wir machen die Mission 5. Und gucken, wie weit wir da kommen. Und nun ist die Pharaonin Hatschepsut mit ihren Ägyptern an der Reihe, die drei Aufgaben unseres Olympischen Komitees zu bestehen. Genau. Nahrung und berauschende Getränke, Unterkünfte und die Spezialsportart. Und damit es bei eurer Sportart gar nicht erst zu irgendwelchen Missverständnissen kommen kann, nennt mir eure Königsdisziplin hier und jetzt. Von Angesicht zu Angesicht. Da brauche ich nicht lang zu überlegen. Die Spezialität der Ägypter ist das Bogenschießen. Also gut. Der Antrag ist hiermit angenommen. Und nun wollen wir sehen, ob es überhaupt zu einer Ausführung kommt. Zeigt uns jetzt, dass ihr in der Lage seid, für Unterkünfte und Verköstigung zu sorgen. Nun, Hauptmission, große Pyramiden. Bereite die Unterkünften der Besucher während der Olympischen Spiele vor, baue zwei Festungen. Kleine Pyramiden, bereite dich auf die Versorgung der Athleten und der Gäste vor, sorge jetzt schon für einen reibungslosen Nachschub an Waren, Rohstoffen, in denen du vier Lagerhäuser baust. Brote backen. Zeige, dass die Ägypter die Verköstigung der Athleten und Gäste sorgen können, backe 50 Brote. Dann, dieses Volk baut seine Gebäude aus Lehmziegeln und Stein. Holz benötigen sie weniger oft. Mhm, das kennen wir ja irgendwoher. Leider. Hinweis, Nordwesten befindet sich eine Halbinsel mit vielen Bodenschätzen. Am Hafenplatz liegt schon ein Schiff vor Anker und wartet auf deine Ankunft. Da ist die Insel, aber Steine hat sie keine. Aber ein Steinbruch kostet Steine und Lehm, also es ist richtig schrecklich. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns hier auf die Expeditionssuche. Da hinten ist Holz. Wir haben auch nur 17 Lehm. Und um Lehm herzustellen, braucht man eine Ziegelei und die benötigt auch noch Wasser. Das heißt, unser erstes Setup hier wird relativ klein ausfallen. Denn wir dürften gleich gar keine Rohstoffe mehr haben. So wie es aussieht. Und sofort ist das Leben knapp. Ist doch schön. Das hat nicht lange gedauert. Ich befürchte, dass wir erstmal Steine suchen müssen, bis wir irgendwas hinbekommen.
Gib acht, Ziegel geben großen Bauvorhaben schnell zur Neige. Daher empfiehlt sich, mehrere Ziegeleien und Brunnen zu errichten. Behalte die Ressourcenanzeige im rechten oberen Bildschirmrand im Auge. Oh, wir können hier direkt was errichten. Das ist doch mal schön. Nehme ich einen Geologen, um rauszufinden, was es hier gibt. Und vielleicht eine Wachhütte. Hinweis, im Süden der Insel ist weitläufig, bietet viel Platz für Getreideanbau. Vielleicht noch eine Wachhütte, um ein bisschen Land einzunehmen. Und hier haben wir Bäume. Ich habe zwar keine Ahnung, was man jetzt hier bei den Ägyptern mit Bäumen machen soll. Hier ist irgendwie nutzloser Berg. Wir müssen mal zusehen, dass wir einfach mehr Steine auftreiben. Das wäre ganz gut. Dann können wir nämlich diese ganzen Festungen und den ganzen Kram irgendwo hinbauen. Okay, 3 Leben reicht für... die ganzen Bauten hier. Wir haben 0 Leben, sehr gut. Geologe Hütte ist fertig. Ein Werkzeug ist auch in diesem Spiel voll das Problem, deswegen würde ich sagen, baue ich hier an der Küste noch so einen Werkzeugmacher. Der braucht Bäume wiederum. Hier gibt es Salz, wow. Und Cola. Und hier gibt es scheinbar nichts. Ich weiß nicht, ob irgendwas in die Richtung Spannendes ist, aber es sieht einfach aus, dass es hier so eine Einöde ist. Und da drüben sind die Rohstoffe. Und wir haben weder Platz für Bauernhöfe, noch haben wir Platz für irgendwas anderes. Oh, das blockiert mir hier viel zu viel sehr Platz. Ich würde sagen, ich baue das Ding hier hin. Das wichtigste Gebäude der ganzen Siedlung. Dann können wir uns irgendwelche Sachen herbeicheaten. Hier gibt es auf jeden Fall Steine. Kann man noch so eine zweite Ziegelei hinknallen. Ich weiß nicht, ob in die Richtung da hinten noch irgendwas Spannendes ist. Ein Werkzeugmacher ist da. Das heißt, 10 Werkzeuge können wir produzieren.
Der ist hier jetzt fertig. Bauen hier mal ein Lagerhaus. Okay, Werkzeug wird produziert, dann können wir irgendwie überleben. Dann müssen wir uns irgendwie um die Brote kümmern. Am besten hier das ganze Gebiet wegholzen. Vielleicht hier alles wegholzen, dann kann man hier auch irgendwelche Farmen hinpflanzen. Wobei, das wäre auch ein gutes Gebiet für Farmen tatsächlich hier hinten. Versuchen wir es doch einfach mal. Und hier gibt es Granit. Und wo es Granit gibt, da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, Ziegel herzustellen. Kohle gibt es hier auch. Okay, hier können wir Bögen herzaubern. Hier können wir Holz herzaubern und würde ich sagen, sollen sie die Bögen entwickeln, weil wir brauchen bestimmt Waffen, um hier irgendwann einen Krieg zu führen. So, und dann brauche ich ja nicht viel, dass die Insel hier irgendwie autonom läuft. Das würde eigentlich reichen, wenn die Ziegelei fertig ist, die Granitbergwerke mit irgendwas versorgt werden. Gleich haben wir die zweite Ziegelei hier fertig und wir haben hier eine Steinproduktion. Das ist schon mal viel wert. Geologen kann ich eigentlich wegreißen, weil hier gibt es genug jetzt. Also da wäre wahrscheinlich Eisenerz. Und hier gibt es ein großes Granitvorkommen. Und hier gibt es etwas Kohle. Zweite Ziegelei ist jetzt fertig. Ein bisschen Werkzeug haben wir jetzt auch produziert. Wir haben nur kein Eisen mehr dafür. Hier wird der Kult entwickelt. So, ich hoffe, dass sie jetzt genug Lehm hier überall auftreiben können. Dass die paar Gebäude hier auf der Insel mal fertig werden.
Oh, jemand hat sich doch um die Uhrzeit verirrt. Das ist ja unglaublich. So wie gesagt, ich muss heute nicht zur Arbeit, deswegen nutze ich das für einen sinnlosen Stream, weil ich abends einfach viel zu fertig dafür bin und deswegen gibt es heute ein Stream am Morgen. Wie schön. Oder Vormittag, ist ja kein Morgen mehr. So, also die Steinvorkommen tun sich ziemlich schnell erschöpfen. Ich glaube, hier sind wir auch schon ziemlich bedient gleich. Ich hoffe, dass ich die Steinminen irgendwie zum Laufen bekomme. So gesagt, eine zweite Produktion gibt es jetzt hier. Die müsste dann irgendwie laufen. Militärgebäude besetzt. Auch nur einfach so eine Wüste. Hier könnten irgendwelche Bergwerke oder irgendwas sein, aber müsste ich gucken. Gebiet könnte hier auch geeignet sein, um noch irgendwelche Tiere zu jagen. Gut, hier passiert nicht viel wegen Lehmmangel. Das Zeug muss erst rübergefahren werden. Brauche ich hier auf jeden Fall einen Brunnen. Okay, hier ist es schon grün. Bauen Sie das Zeug. Was haben wir an Werkzeug? 12 Stück. Opferung dürfte hier bald entwickelt sein. Und bald sind hier die Rohstoffe auf der Hauptinsel auch weg. Weiß gar nicht, macht der noch irgendwas? Nicht mehr viel. Und kommt gleich die Überraschung, was frisst das Granitbergwerk? Das frisst vor allem gar nichts, weil kein Mensch da ist? Keine Ahnung, gucken wir gleich. So, Eisenschmelze. Schlosserei. Dann haben wir hier schon mal eine Basis, um irgendwie überhaupt Rohstoffe herzustellen. Keine Ressourcen im Umkreis, habe ich mir doch gedacht. Vielleicht kann man da eine Verbindung bauen. Mal sehen. Okay, das Ding läuft mit Käse oder Fisch.
Dann versuchen wir es doch mal. Wir haben eine Ziegelei, wir haben immer noch keinen Brunnen hier fertig. Investieren wir mal unsere Ressourcen alle in diese tolle Insel. Okay, 2. Ah, haben wir alles da. Okay. Das heißt, wir bräuchten hier nur noch eine Kaserne. Dann könnten wir hier Truppen ausbilden. Ja. Zeitskala. Wir kennen bisher noch niemanden. Aber ich weiß, dass es hier auf jeden Fall feindselige Nachbarn gibt. Deswegen lasse ich mir auch noch ein wenig Zeit, bis ich diese dann kennenlernen möchte. So, hier gibt es schon mal Gold. Wahrscheinlich ist es der einzige Goldberg, den es hier so gibt. Wäre sehr dankbar, wenn der Brunnen fertig wäre. Dann hätten wir schon mal die halbe Miete. Unsere Steinressourcen sind so ziemlich erschöpft hier. Und Ware wird knapp Werkzeug, weil wir hier so viele Baustellen haben. Okay, Kohle, Eisen, Granit, Bergwerke sind da. Brunnen ist auch noch da. Hier ist alles erforscht. Das heißt, wir müssen das hier jetzt hochziehen. 2 Leute um diese Uhrzeit. Herzlich willkommen. So, wir kacken hier ab bei Siedler Aufbruch der Kulturen. Eine Runde mal. Ich erforsche mal die ganzen Dinger. Bau parallel dazu hier eine Kaserne hin. Gibt es nach wie vor so gut wie gar kein Baumaterial. Das ist doch super. Ware wird knapp Werkzeug. Oh, wie unschön. Und die Insel produziert jetzt eigenes Lehm. Das ist schon mal viel wert. Vorausgesetzt ist es eine Fischerhütte dann fertig und besetzt, um die Granitbergwerke zu fahren. Also die brauchen Käse, die brauchen Fleisch. Das bedeutet, dass die Insel auch noch irgendeine Käseproduktion haben muss. Ansonsten habe ich ein Problem. So, die Steine sind hier fast alle. Die Gebäude scheinen alle fertig zu werden. Bäume werden schon weggehackt. Schlosserei haben wir hier jetzt auch fertig. Und ich habe Militärgebäude besetzt. Hier auf diesem schönen Gebiet, wo es auch immer irgendwelche Rohstoffe geben müsste. Wo ich schon Bäume wegholzen kann. Und diesen Berg habe, der irgendwie eine natürliche Barriere zum restlichen Land darstellt.
Gut, hier müsste man irgendwie zwei Bauernhöfe hinquetschen. Das müsste noch eine Fischerhütte sein. Und wir haben eine Eisenschmelze, die zu funktionieren scheint. Und eine Schlosserei, die uns dann ein bisschen Werkzeug produziert. Hier könnte ich noch die Bäume vielleicht loswerden. Ich weiß nicht, wie es da oben aussieht. Also ich sehe hier nur noch wenige Bäume. Aber Getreideanbau, na gut, man kann es ja versuchen, aber ich glaube, viel wird daraus nicht werden. Versuch mal hier zwei Bauernhöfe irgendwie hinzuquetschen. Aber da sind noch die Bäume im Weg. Der kommt da nicht hin, das ist zu weit für den. Die Frage ist, besser zwei oder einen, der halb so wegs funktioniert. Machen wir einen, der halb so wegs funktioniert. Oder besser. Könnte es auch so machen. Dann haben sie hier irgendwie Platz. Da teilen sie sich das Feld. Hier einfach in die Mitte. Die brauchen auf jeden Fall diese komische Ziegenmilch, um überhaupt sowas wie Brot zu produzieren. Dafür brauchen sie aber keine Mühle. Und auch keinen Brunnen. Ich baue trotzdem noch einen weiteren Brunnen, weil die Bauernhöfe brauchen wiederum das Wasser, sonst funktionieren sie ja auch nicht. Ups. Das wollte ich dahin. Dann wollte ich mal gucken, was es da Schönes gibt. Und vielleicht noch eine Fischerhütte. Gut, Salz ist auch notwendig, glaube ich, für irgendwas. Dann gucke ich, wo ich hier noch Platz habe, um irgendwas hinzuquetschen. Also hier haben wir jetzt Land besetzt. Das ist halt recht sinnfreies Land. Ich kann da versuchen, hier irgendwie einen Bauernhof zu errichten. Aber die Straße ist halt so, dass ja das ganze Gebiet eigentlich verbrannt ist. Hier gibt es irgendwie ein sinnloses Tal, was ich ausbauen könnte. Und hier hinten ist ein bisschen grün. So. Und dann bauen wir, wobei das wäre auch noch ein Ort vielleicht für einen Bauernhof. Dann bauen wir mal einfach in die Richtung jetzt weiter hier. Hier war, glaube ich, ebenfalls Salz. Dann hier eine Fischerhütte und da.
Der macht auch nichts mehr. Steine gibt es hier keine mehr. Das wäre vielleicht ein Gebiet für einen Bauernhof, wenn die Bäume weg sind. Okay, hier wäre mein zweiter Bauernhof irgendwo. Okay, hier ist auf jeden Fall kein Weg möglich. Das ist ein bisschen doof. Und ich glaube, wir haben da die Spitze der Insel erreicht. Hier im Süden haben wir ein Salzbergwerk und wir haben hier Kohle gefunden. Das ist doch mal schön. So, und hier machen wir mal diese tolle Bogenopferlieferung, irgendwas, um einfach mal ein paar Bögen herbeizucheaten. Keine Ressourcen im Umkreis Holzfällerhütte. Beim heiligen Skarabäus. Ihr wagt es, mit einer Opferung meine Schiffe kentern zu lassen? Wer seid ihr, dass ihr meine Vergeltung nicht fürchtet? Wir sind Schotten. Wir sind furchtlos und zäh. Außerdem stehen wir unter dem Schutz einer mächtigen Göttin, die sich unsere annahm, als ein bajuwarisches Weichei uns übel mitspielte. Nun folgen wir dem Befehl unserer neuen Schutzpatronin. Und der lautet, euch zu vernichten. Aus Schottland? Uns vernichten? Wie kann MacDoyle es wagen, den Schwur der Olympischen Flamme zu brechen? Der Wettbewerb kann warten. Untertanen, stellt Waffen her und bildet Soldaten aus. Wir ziehen in den Krieg und bringt alle Priester herbei, die ihr finden könnt, damit wir mit Opferungen die Stärke unserer Armee verbessern können. Lasst es euch gesagt sein, Schotten. Es wird euch nichts nutzen, unsere Schiffe zu versenken. Wir finden einen anderen Weg, die Rohstoffe aufs Festland zu transportieren. Und dann werden wir euch verjagen. Großartig, jetzt haben wir einen Gegner. Ich würde mal sagen, baue ich hier einfach eine Festung. Es ist eh gefordert, hier Festungen zu bauen. Und dann kann ich hier gemütlich die Gegner angreifen. Und das mache ich dann auch so. So. Servus und grüß Gott, verehrter Hatschepsut. Ja, Gott Sakrament, bin ich froh, dass wir euch endlich gefunden haben. Wir sind hier, um euch den Rest eurer Flotte zurückzubringen. Das hilft uns gerade nicht sehr viel. Dieser Schotte MacDoyle hat sein Wort gebrochen und uns den Krieg erklärt. MacDoyle? Seht nur, die schottischen Bastionen sind nicht weit. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet und kämpfen unter einer schwarzen Totenkopfflagge. Das ist nicht MacDoyle. Das sind schottische Piraten. Mit denen hatte ich auch schon das Vergnügen. Sie waren es, die eure Flotte dezimierten als... Ha! Diese schottischen Piraten werden wir vernichten. Ich kann euch leider keine Kriegsdienste erweisen. Das macht nichts, lieber Garibald. Wir werden diesen Schurken schon selbst das Handwerk legen. Und ich bin sicher, dass sich später noch eine Möglichkeit ergeben wird, wie ihr uns helfen könnt. Gut, dann baue ich hier eine Festung. Gibt es noch etwas Kohle und Eisen? So. Die Insel muss jetzt hier autark laufen. Denn wir wurden wunderschön vom Festland abgeschnitten. So. Der soll mal hier noch ein bisschen Ziegen anbauen. Ah, geht gar nicht. Ist ja viel zu fett, das Ding. Ziegenanbau. Und dann gibt es hier noch so eine seltsame Schlachterei dafür. Ne, man kann hier Ziegenkäse produzieren oder man kann die Ziegenviecher abschlachten. So, und den Käse brauchen wir auf jeden Fall für die Minen. Und das brauchen wir hier für Waffeln, also für Waffen. Oh, dieses Straßennetz. Egal, lass ich einfach so, ist mir jetzt vollkommen Wurst. So.
Die machen hier fleißig Werkzeug. Und dass ich sie mal in ihrer Fleißigkeit mal ein bisschen stoppen muss. So, und die haben hier jetzt ein Drecksgebäude hingebaut. Suche ich mal Militäreinstellungen, um dieses Drecksgebäude mal irgendwie loszuwerden. Oder ich baue hier noch einen Turm. Bestücke den schon mit Bogenschützen. Und dann greifen wir mal den ganzen Spaß hier mal an. So, wo habe ich denn hier Militäreinstellungen? Das sind irgendwelche Einstellungen. Da. Verteidigung. Was heißt, wenn ich Maximum mache, dann müsste ich hier mit 3 angreifen können. Einstellung. Ach, der hat es nicht übernommen. So. Jetzt kann ich hier mit 3 angreifen. Und wenn ich auf Minimum mache, dann kann ich hier immer noch mit 3 angreifen. Also es ist total sinnlos. Okay, alles klar. Hat sich also erledigt. So. Ja, hier gibt es noch eine Hafenstelle. Das wird mir aber nicht viel bringen, weil meine Schiffe werden ja sofort wieder versenkt werden von den Vollpfosten da. Aber ich könnte hier noch ein Lagerhaus errichten. Was haben wir denn jetzt hier an Werkzeug? 0. Okay. Das heißt, wir haben ein kleines Problem. Die laufen nur mit Brot oder Fleisch. Was ich hier natürlich nicht habe. Mir noch ein paar Bögen. Ach so, das muss ich erst hier so Opferung starten. Dann passiert erst was. So war das. Also, ach Mist. So, jetzt holen sie hoffentlich das Gold raus und diese komischen Kristalle. Ups. Militärisch sind wir jetzt scheiße, aber immer noch besser wie die Piraten. Und die Dreckskaserne braucht auf jeden Fall Ziegenmilch, sonst passiert hier einfach überhaupt nichts. Das heißt, unsere Kriegsvorbereitungen sind eh für einen Eimer, denn wir haben ja gar keine Ziegenmilch. Das ist dann äquivalent zu Bier. So, jetzt haben wir aber Haufen Bogenschützen und Schwertkämpfer. 3 zu 3 können wir da angreifen. 4 sogar. Ich denke, ich mache das, bevor der irgendwie meinen schönen Wald zerlegt. Aber erstmal speichern. Ah, jetzt verpasse ich den Kampf. Ach, dieses Spiel, ey. Hilfe. 1. So, das Gebäude scheint erobert. Ich reiße es wieder weg. Aus einem einfachen Grund. Es ist klein und dann kann man schlecht von dort aus angreifen. So. Die können natürlich jetzt nichts hinbauen, weil sie keine Leute haben, um irgendwas zu besetzen. Ja, und jetzt überlege ich mir weiter. Also 0, 1 und 3. Das ist mir natürlich alles ein bisschen wenig. Bauen wir hier einfach noch eine Festung. Und eine Holzfällerhütte. Nein, dazu benötige ich...
Ich könnte die Felsen auflösen, aber dafür brauche ich Hämmer und die habe ich nicht. Also, wer muss denn jetzt diesmal dran glauben? In diesem schönen Land. Ich würde mal sagen, du glaubst daran, weil Leben ist schön und gut, aber ja, irgendwie muss ich überleben. Das ist mir jetzt gerade wichtiger. Und du glaubst daran, weil dich muss ich dann nochmal neu aufbauen. So. Währenddessen haben wir hier eine Produktion, die zu laufen scheint, weil wir eine Käserei hingeklatscht haben. Und die jetzt hier über die Ziegen in rasender Geschwindigkeit her spammen. Und die Käserei verbraucht Ziegenkäse. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was Ziegen verbraucht. Das haben wir doch auch schon gebaut, glaube ich. Das ist der hier, der verbraucht Ziegen. Das heißt, die haben Ziegenkäse, die haben Fisch. Und die haben auch Fisch. Sehr gut. Und die laufen mit Ziegenkäse. Hier gibt es auch nichts mehr im Angebot. Und dich brauche ich hier auch nicht. Und du warst ein Kohleberg. Militärgebäude besetzt Wachhütte. Okay, von hier aus könnte man noch ein Schiffchen bauen und eine Expedition starten. Ich frage mich aber ernsthaft, ob sie jetzt Schiffchen aus Steinen bauen. So, jetzt haben wir Ziegenviecher. Das heißt, die produzieren diese tolle Milch. Und dann können wir aus diesen Waffen, die wir uns herbeigecheatet haben, dann wiederum Truppen ausbilden. Mit den Truppen können wir die Piraten angreifen. Nee. Gut. Zweite Festung ist am Entstehen. Der baut eine Holzfällerhütte. Diesen Bogenschützen, Schwertkämpfer. Schwertkämpfer. Sinnlose Baracke. Sag mal, wenn ich jetzt hier eine Straße baue. Das geht ja. Oder auch nicht. Nix Fahne. So in etwa. Dann kann ich doch hierher eine Straße bauen und... Nö, kann ich nicht, weil das hier auf einem verdammten Berg ist. Okay. Alles klar, ich hab's versucht. Die Mission ein bisschen zu verarschen, aber das geht leider nicht. So, die Frage ist, soll ich hier einen ineffizienten Bauernhof errichten? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, ja, das mache ich, weil... Dann kann ich ineffiziente Brötchen backen. Das Ding sollen sie mal ausbauen. Hier noch eine Fischerhütte hinstopfen. Da! Ah. Wenn die hier schon autark laufen und das alles so toll ist, müsste ich noch irgendwo Ziegenviecher auf die Insel drauf stopfen, aber irgendwie alles kann man auch nicht haben. Ah. Bäm. Gebietsverlust an der Grenze. Und ist meine Festung tot? Nee, das waren unsere Freunde. Das waren unsere Freunde, die uns freundlicherweise Land wegnehmen. Das ist doch auch mal was. Also ich habe das Land jetzt so gebaut, dass es eh alles nicht passt. Daher alles gut. Weiß nicht, Münzprägerei könnte ich hinstellen. Und noch ein Kohlebergwerk, was irgendwie kein Essen haben wird. Und hier vielleicht, weil das eh Strand ist... Katapult, nö. Schwerter oder... Wir haben wenig Schwertkämpfer. So. Und Bögen kommen dann hier hin. Da braucht man nämlich so einen Bogenmacher. Dann haben wir die ganze
Waffelnindustrie schon mal da. Das wollte ich weghacken. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, was ich vergessen habe. Benötigt Salz und Zeugs. Gerber. Ach so, ich weiß jetzt. Ich weiß es jetzt. Das war so ein Teil. Nicht, das macht nicht Käse, sondern das muss unseren Ziegenüberfluss irgendwie bearbeiten. Aber das finde ich einfach gerade nicht, weil ich irgendwie zu verpeilt bin. So, Brot nicht. Kein Eisen, keine Werkzeuge. Auch kein Gerber. Aber das ist ja, glaube ich, der Gerber. Ja, der macht einfach nur Häute aus den Viechern. Und Fleisch wird aus denen gar nicht gemacht. Ja, da brauche ich noch einen zweiten hin. Wir haben nämlich ein Lager voller Viecher. 57 Stück, das ist viel zu viel. So, Festung steht. Kaserne bildet aus. Und das Ding braucht Schinken. Und das Ding muss jagen, sonst gibt es nichts Schinken. Hier gibt es auch keine Steine und gar nichts. Vielleicht kann man den aber Land wegnehmen, das wäre doch auch mal schön. Nee, das geht nicht. Konzentriere mich ein bisschen mehr auf die Mission hier. So, ich spam hier alles mit Brunnen, weil sonst habe ich keine Chance irgendwie, wie heißt es, Wasser herzustellen für die Bauernhöfe. Okay, wollen wir mal unseren Kampf fortsetzen. Wir haben eine Festung, die ist einfach grauenhaft schlecht besetzt. Die bauen hier fleißig. Vielleicht noch einen Brunnen für den Bauernhof. Wie viel Wasser haben wir denn hier jetzt? 51 Stück. Wie viel Werkzeug? 2. Wow. So much. Die brauchen immer noch Fleisch, was es hier nicht gibt oder hier aufgefressen wird. Dann würde ich sagen, stoppe ich das Ding irgendwie. So, wir haben hier jetzt Haufen Bogenschützen drin. Greifen wir irgendwo damit an. So, können wir aber nur mit 7 und mit einem Schwertkämpfer. Dann versuchen wir das doch mal. Okay, das hat bestimmt wehgetan. Ich kann aber hier nur mit 2 Bogenschützen angreifen. Das ist das Problem mit diesen blöden kleinen Wachviechern, dass da einfach keine Soldaten reinpassen. Jetzt hier die blöde Grenze so weit entfernt ist, dass wir da
faktisch gar nichts machen können. Das ist doch mal toll. So, jetzt habe ich das Ding hier vergrößert. Und es ist nicht möglich, hier eine Brücke zu bauen. So, die brauchen immer noch das Fleisch und der arbeitet einfach nur, wenn er Bock hat. Den hier weg. Vielleicht klappt es dann besser mit den Feldern. So, können wir da jetzt mit irgendwas Erwähnenswerten angreifen? Natürlich nicht. Haben wir denn überhaupt noch Truppen? Ja, haben wir. So, wird diese Opferung jemals fertig, dann können wir nämlich hier alles verbinden, dann wäre das super. Dann würden wir nämlich von der Wirtschaftsmacht der Insel profitieren. Die es ja scheinbar ziemlich auf die Reihe bekommt, im Gegensatz zu anderen Regionen meines Reiches. Null Brote herzustellen, okay. So nah, doch so fern. Kaserne baut er jetzt. Oh nee, das gefällt mir aber überhaupt nicht. Dann macht er Truppen und dann hat er mich besiegt. Oh, das hasse ich. Hier läuft so ziemlich gar nichts. Warte mal. Da kommen wir nicht weg. Da können wir vielleicht eine Insel erobern. Da ist irgendwie unbekanntes Land. Und hier haben wir die Opferung fertig. So, jetzt habe ich eine Verbindung, weil alle Felsen wurden jetzt zerstört. Das heißt, wir können jetzt hier gemütlich eine Straße drüber bauen. Beide Gebiete perfekt verbinden. Warte mal, hier können wir auf jeden Fall nicht drüber. Das hat ja vorhin schon nicht funktioniert, aber hier könnte man noch eine Verbindung bauen. Dieses nutzlose Gebiet praktisch nutzt, weil hier ist hier einfach nichts. So. Kein Werkzeug und der ganze Krempel, das kann jetzt alles rüber. Gebietsverlust an der Grenze. Dankeschön, mein Verbündeter. Kann ich nämlich hier alles vernünftig nachbesetzen. Weiß gar nicht, irgendwelche Waffen haben sie in der Zeit hier wahrscheinlich nicht produziert. Nö, dem ist nicht so. So, vielleicht kann ich aber
Nee, kann ich nicht. Ich kann mir noch eine Lehmziegel-Geschichte hercheaten. Noch ein Bauernhof, glaube ich. Lagerhaus, dann haben sie genug Lagerhäuser. Und was muss ich denn noch? Festung habe ich genug, Brote und Totenkopf Leute killen, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Also nochmal Bauernhöfe und Brunnen hinbauen. Und beschissene Straßenverbindungen dazu. Brauchen alle irgendwie Salz und Salz braucht diese Ziegenviecher und die Ziegenviecher produzieren dann Käse. Irgendwie so war das. Käse und Haut. Und ein Schiff brauchen wir auch, komm. Wenn wir bauen, dann hier alles richtig voll Spam mit Gebäuden. Pfeifen auf Militärmacht oder andere Sachen. So, Opferung starten. Lehmziegel herbeicheaten. Wir haben keine Schwertkämpfer, wir haben aber so ein Ding dafür doch gebaut. Schmied. Okay. Ja, der scheint auch mehr schlecht wie recht, aber zu laufen. Okay, der steigt schon mal militärisch, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen ihn das mal austreiben. Oh, die sind aber jetzt gerade schnell unterwegs hier. Das wird mir zu schnell. Kommt alle raus. Zerhaut den Gegner. Ganz wohlgeordnet. Was haben wir Zeit? 11 Uhr. Okay. Das wird jetzt hier mit dem Bogen erledigt. Das Gebäude hat abgerissen oder was? Ah, jetzt habe ich wieder nichts zum Angreifen. Ah, ich hasse das hier so dermaßen. Bin direkt beim Gegner, aber... Diese Dinger hier elendweit weg. Jetzt müsste ich hier irgendwie noch einen neuen Wachturm hinbauen. Ansonsten wird das hier irgendwie alles nichts. Eine halbe Stunde warten, bis der sich dann militärisch weiter aufgebaut hat. Oder einfach stumpf mit dem, was da ist. Bogenschützen gegen Nahkämpfer zwei Stück. Okay. Ich weiß nicht, was der da noch an Truppen hat. Einen. Ich habe zwei.
Das nenne ich doch mal Überlegenheit, Barackenkampf. Hier hat der vielleicht auch nichts. Ich greife da jetzt einfach stumpf an, weil nützt ja nichts, wenn er stärker wird. Das wird zu lange dauern, den da wieder auszuräuchern. Okay, Gebäude war nicht besetzt. Da kämpfen sie noch irgendwie. Da habe ich wahrscheinlich dann auch verloren, weil da rennt einer mit irgendwie einem langen Ding rum. Nee, da müssen meine erst überhaupt hinlatschen. Das dauert dann. Da ist jetzt der Kampf tatsächlich. Ein Bogenschütze, ein Nahkämpfer. Ich weiß nicht, Hitpoints oder irgendwas. Scheint ein sehr zäher Kampf zu sein, den ich zum Glück gewonnen habe. Warnstau in der Pfanne. Ja, logisch, dass da ein Warnstau ist. Was erwartet ihr denn von mir hier? So, Militärgebäude erobert. Hier kann ich auf einmal mit mehr angreifen. Wow, ein Weltwunder. Okay, was können die jetzt hier? Brauchen diese komischen Edelsteine, die ich nicht habe. Und erforschen, Lehmziegel herbeicheaten. Die brauchen Holz. Militärgebäude braucht Straßenverbindung. Ach nee. Ja, das ist so, dass Militärgebäude manchmal eine Straßenverbindung brauchen. So, jetzt beschleunige ich, weil ich hier irgendwie nachbesetzen muss mit Truppen, die irgendwo hier auftauchen werden irgendwann. Okay, die haben jetzt die ganzen komischen Gebäude, die ich hier in Auftrag gegeben habe, fertiggestellt. Keine Ressourcen mehr. Holzförderhütte. Danke und tschüss. Ich klatsche mal hier trotzdem Bauernhof hin, auch wenn es total dumm ist, aber egal. Warenstau an einer Flagge. Ja, kann ich leider auch nichts machen, weil das Straßensystem hier einfach völlig überlastet ist. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Schiff produzieren kann. Nö, kann ich nicht. Und vielleicht kann ich hier irgendwo was angreifen. Das wäre auch ganz schön. Ja, kann ich. Sollen sie das nächste Gebäude hier irgendwie platt machen? Ist der Kampf, Bogenschütze gegen einen Schwertkämpfer. So, Gebäude erobert. Da hat denn seine Minen stehen, die muss ich platt machen. Mal, wäre es nicht irgendwie möglich, hier irgendwie einen bescheidenen Weg zu bauen? Das ist zwar nicht toll, aber auch nicht so dermaßen eine schlechte Idee.
Damit laste ich ja meine Hauptroute ein bisschen ab. Und die kämpfen da immer noch gegen... Oh, der hat sich aber hier ziemlich ausgebaut. Oh, nee. Und die... Hier hat er auf jeden Fall Besetzung, im Gegensatz zu den anderen Gebieten. Das ist das, was ich befürchtet habe. Ja. Ah. War zu langsam. Jetzt muss ich mich ewig mit denen rumschlagen. Hab weder Truppen noch irgendwas, was irgendwie funktionieren könnte. Da könnt ihr sehen, also ich habe zwar Truppen, aber irgendwie kommen die da nicht an, wegen den ganzen schrottigen Baracken. Von denen aus kann ich ja keinen sinnvollen Krieg gegen den starten. Oh, wie das nervt. Sich da ziemlich breit gemacht. Und ich hab's verpennt. Sogar ein Granitbergwerk hat er da irgendwo. Produzieren die da überhaupt irgendwas? Das ist der auf jeden Fall nicht. Dann tschüss. Der kriegt hier auf diesem Gelände auch scheinbar nichts hin. Tschüss. Versuchen wir einfach dieses fruchtbare Grünland hier einzunehmen. Vier Bogenschützen. Drei Bogenschützen. Warten wir mal, bis der Turm fertig ist oder sowas. Ne, die Festung. Das kann ewig dauern. Okay, alles klar. Machen wir einfach weiter. Ich weiß nicht, was hier für Rohstoffe zu finden sind. Und steigt er weiter militärisch? Nee, zum Glück nicht. Weiß nicht, was da hinten vielleicht Spannendes existiert. Werkzeuge.
War ein Stau an der Fahne. Ein Schiff wurde fertiggestellt und direkt wieder versenkt wegen den Piraten. Die Festung wird bald fertig sein. Acht Brote haben wir. Ja, ich wollte doch gar keinen Wachturm hier. Ah. Vier Lagerhäuser. Ich habe doch fast vier. Oder habe ich drei? Hier ist einer. Hier war einer. Okay, dann fehlt noch eins. Dann baue ich hier hinten eins, weil das ist hier ziemlich weit weg, das Ganze. Dann kann ich die Bäume auch alle wegkloppen und hier Bauernhöfe hinstellen. Die zur Abwechslung auch mal was produzieren werden. Dann werden sie gebacken, am Ende gibt's Kuchen. Danke fürs Folgen, auch wenn... Oh, die Animation funktioniert auch. Dankeschön. Du hast auch den Kanal auf YouTube abonniert, habe ich gesehen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann kannst du relativ sinnlose Schrott-PC-Videos sehen und die ganzen Streams werden dann irgendwann mal auch in Form von Videos veröffentlicht, natürlich mit minimalem Aufwand. Und wenn du zufällig ein Fan von Siedler bist, die ersten drei Teile habe ich durch, aber da fehlt noch eine Fan-Kampagne. Die werde ich natürlich auch irgendwann mal nachholen. Gut. Back to business, also Schiffe, die ich baue, werden hier direkt versenkt. Und jetzt warte ich auf meine Einheiten, die hier zwar schon irgendwie unterwegs sind, aber lange brauchen, um zu kommen. Ausbauen kann ich hier nichts. Ich kann mich aber über einen Warenstau an der Fahne freuen, dass Werkzeug knapp ist und dass ich hier ein Militärgebäude besetzt habe. So. Jetzt habe ich hier gefühlt eine halbe Million Bogenschützen, die dafür ausreichen sollten, Schwertkämpfer anzugreifen. Drei Schwertkämpfer gegen sieben Bogenschützen. Das kann eigentlich nur eine Katastrophe werden. Ich kann den eigentlich nur mit Bogenschützen zuspammen. Okay, das hat funktioniert. Weil viel anderes habe ich auch irgendwie nicht auf Lager. Reißt jetzt seine Gebäude weg oder was macht er? Ach, und der Sack hatte hier eine perfekte Verbindung gehabt und ich habe es all die Zeit nicht gesehen. Also schön mit Eisenschmelze und den ganzen Kram. Und sogar hier so ein schöner Außenposten auf dem Fels gelegen. Wow, das glitscht ja voll. Warte mal, kriege ich das irgendwie hin? Da. Schön an der Grenze. Kann man den vielleicht irgendwie ausbauen? Nö, kann man nicht. Ist jetzt alles meins. Scheinbar hat er seine Besetzung etwas verringert. Die letzten Granitfelsen hat er mir auch weggebaut.
Und Wege hat er auch noch erstellt. Und reißt die ganzen Gebäude weg. Zack. Gut, schauen wir uns mal an, was diese üppigen Berge hier im Angebot haben. Jetzt habe ich nur das Hauptquartier noch stehen lassen. Wegen einem gewissen Event. Ich habe es nämlich schon davor mal angespielt. Und auf dieses Event habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Salzmine. Jetzt können wir sogar Schiffe bauen, die funktionieren. Wow. Und hier hin und her fahren, das ist doch geil. Da sieht doch die Welt ganz anders aus, würde ich sagen. Wären nicht unsere bayerischen Freunde dabei, uns Land wegzunehmen die ganze Zeit. So, ich kann mich ja hier hochbauen. Die sind ja auch schon hier. Oh. Die sind ja echt eine kleine Plage geworden. Also alles, was an Land irgendwie noch nicht vergeben ist, reißen sie sich einfach so unterm Nagel. Zwölf Brote von den 50. So, ich meine, hier war irgendwo Salz. Hier ist Granit. Granit. Das ist doch großartig. Was Besseres konnte uns gar nicht passieren. Das heißt, wir können hier auch noch so eine Ziegelei irgendwo hinstopfen. Es wurden alle geforderten Unterkünfte gebaut. Ja, wäre nicht so, ob ich die Burg schon nicht irgendwie vor einer halben Stunde gebaut hätte oder so. Aber egal. Scheinbar. Ach so, die Lagerhäuser. Ja, die Lagerhäuser. Lagerhäuser. Ein Lagerhaus ist fertig. Juhu. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hinbekommen, genug Platz hier für die Bauernhöfe irgendwie hinzuquetschen. Ja, eigentlich ein Luxusproblem. Das Gebiet hier ist auch noch ziemlich Bauernhof geeignet. Wäre nicht das kleine Problem, dass ich da überall jetzt Straßenquerfeld ein durchgebaut habe und damit das Gebiet möglichst nutzlos ist. Und hier kann ich auch noch eine Kolonie errichten und irgendwie einen Landstrich besiedeln, welcher auch immer irgendwelche Rohstoffe beinhaltet. So, die Insel funktioniert soweit. Hier, der geht auch noch. Können wir denn eigentlich hier lustigen Opferungen machen? Also wir haben diese tollen Steine nicht. Wir können die Betrieb... Also wir können die Produktivität jetzt irgendwie erhöhen, aber jetzt nichts Interessantes herbeicheaten. Beschwören von Gold. Eine Münzprägerei wäre vielleicht noch eine Option. Ich weiß nicht, ob ich sowas hier irgendwo habe. Ich vermute mal eher weniger. ...14 Brote. Wir müssen jetzt einfach eine Überproduktion von Broten starten. Einfach alles mit Broten vollkleistern, was nur geht. Und diese doofen Brote nach Möglichkeit nicht verbrauchen. Das wäre vielleicht mal eine Idee für uns. So, hier ist genug weggekloppt worden. Kann der nächste Bauernhof hingeklatscht werden. Ach,
Dieser läuft da nur mit dem Brunnen. Dann kommt hier schon mal eine Bäckerei. Hier kommt die zweite. Ein Jagdhäuschen. Und dann alles um dieses schöne Lagerhaus. Den lasse ich, wie erwähnt, noch kurz stehen. Da kann ich nur einen Weg bis dahin bauen. Das ist nicht genug. Den kann ich hier nicht ausbauen. Ich kann hier auch keinen Turm hinstellen. Der ist hier auch unbesetzt, denn wir haben viel zu wenig Werkzeug. Aber wir haben schon mal 15 Brote. Das ist gut. Da 12 Werkzeuge fehlen noch. Das ist doch mal was. Kohle. Weiß gar nicht. 600 Wasser. Das dürfte uns erstmal eine Weile reichen. So, ich guck mal auf die Uhr. So, kurz weg gewesen, jetzt wieder da. Ich merke, mich hat das sinnlose Baufieber ein bisschen gepackt. Ich stelle jetzt einfach überall sinnlose Gebäude hin und klotze die ganze Karte voll. Also, und mein Auftrag wäre jetzt einfach Brote zu backen. Na, 12 immer noch nur. Und wenn die Brote gebacken sind, dann nochmal die Piraten zu killen. Und dann habe ich das eigentlich hier auch geschafft. Steht da nicht nur das Hauptquartier noch von den Säcken. Gar nicht, was haben wir denn an Baumaterial denn da? Kann man das irgendwie aufklappen? Nö, kann man nicht. Oder ich bin zu blöd dafür. Oh, wir haben genug. Also wir können noch kräftig sinnloses Zeug bauen. Das dauert nur dann halt Stunden, bis das dann fertig ist. So. Du bist erledigt. Dann baue ich dich her. Die nehmen uns fleißig weiter Land weg. Was ziemlich nervt. Können wir nicht anschließen. Gibt es ein bisschen Kohle. Für alle, die es gerne rauchig und krebserregend mögen. Ich klicke mal den Meldungsspam. Oh, wir haben schon wieder Land verloren. Und Ware fehlt Werkzeug. Deswegen wird auch der ganze Krempel nicht besetzt. Ach nee. Sechzehn Brote. Neun werden verbraucht. Die blöden Salzbergwerke fressen mir die Brote weg. Warnstornfahne. Zum Glück habe ich ja nicht so viel davon. Guck mal, was die Werkzeugproduktion sagt, ob die noch überhaupt funktioniert. Ja, die wartet nur aufs Holz.
Vielleicht cheate ich mir ein bisschen Holz herbei. Was brauche ich denn dafür? Ziegenholz und Lehm. Davon dürfte ich ja irgendwo genug haben, denke ich. Um mir dann Holz herbei zu cheaten. Wenn ich die Minen alle anhalte, dann habe ich wahrscheinlich 0, nix genug Brote, um zu gewinnen. Ja, das ist zu wenig. Okay, mehr Bögen brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche ja keine Waffen. Ich habe das ja schon, ich krieg den schon besiegt. Wir haben auch mehr als genug Bogenschützen. Na, jetzt haben wir gar keine Brote mehr. Das geht ja gar nicht. Hier passt so ziemlich gar nichts hin. Das ist auch sehr toll. Und zwar wieder alles weghacken. Hier haben wir immer noch keine Steine. Wahrscheinlich ist alles hier verziegelt worden. Neun Brote. Neun werden verbraucht. Sauerei. So, wir cheaten uns mal ein bisschen Holz herbei. Ah, Edelsteine. Jetzt kann ich alles mir herbeicheaten, was ich nur lustig bin.
Okay, ich habe jetzt alle Salzbergwerke gestoppt. Das müsste dazu führen, dass wir wesentlich schneller die Brote zusammenbekommen. Und als nächstes werde ich noch hier einmal die Piraten angreifen. Dann bin ich die auch los und dann passt das doch. Dann haben wir es geschafft. Also hier sind diese tollen Bauernhöfe, die trotz grüner Umgebung nichts produzieren. Keine Ahnung, haben sich schon wieder wahrscheinlich falsch hingestellt. Und hier ist wieder eine sandige Einöde, wo man nichts Sinnvolles hinbauen kann. Keine Ahnung, wie ich es richtig bauen sollte. Hier gibt es ein bisschen Granit. So, 16 Brote sind da. Okay, das ist jetzt nicht so mega spannend zu warten, bis wir 50 Brote haben. 30 sind schon mal da. Und sinnlose Bauernhöfe zu bauen, die irgendwie nicht produzieren wollen. Doch, jetzt wollen sie langsam vielleicht was produzieren. Ey, unser Hammerdefizit scheint jetzt irgendwie sich erledigt haben. Und wir können diese Holzopferung nochmal vielleicht machen. Die war ja nicht so teuer. Holz hat sich auch gut verteilt, auch wenn es sinnlos ist. So, 36 Brote. Viele Bäckereien hingebaut.
Kleine Optimierung, mehr Platz für die armen Bauernhöfe. Und der Gegner ist gnädig mit uns. Ich hätte statt die Bäume durch eine Opferung zu erzeugen, hätte ich auch ihn nutzen können, weil der hat hier einen Förster hingebaut und der hat mir die ganze Gegend hier mit Bäumen zugeklatscht. So, Holzopferung. Große Aufregung. Ein Schädling hat einen Teil der eingelagerten Brote zerstört. Besiege schnell deinen Gegner, damit du wieder ganz der Landwirtschaft sich widmen kannst. Och nö, das ist doch mal ätzend. Also man darf das jetzt nicht aussitzen, sondern man muss den Gegner besiegen. Das machen wir jetzt einfach hier mit. Und dann warten wir nochmal eine halbe Stunde, bis genug Brote produziert sind. Oh. Klabautermann, wir sind geschlagen. Arr, du nennst dich unsere Schutzpatronin Sachmet. Was an dem Begriff Schutz hast du nicht verstanden, hä? Sachmet, du steckst also dahinter. Ta, ich schütze wen und was ich will. Aber vor allem zerstöre ich wen und was ich will. In blinden Anfall von Wut und Boshaftigkeit lässt Sachmet nun alle ägyptischen Brunnen einstürzen. Ich habe keine Angst vor dir, auch wenn man dich die Herrin des Zitterns nennt. Wir haben deine Handlanger besiegt. Wir werden auch die nächste Hürde überwinden. Habe ich schon einmal gesagt, dass ihr ein Prachtweib seid, Hatschepsut? So unerschrocken, so aufrichtig und schön. Lasst mich euch meine Ehrerbietung erweisen. Ich sende euch einen Priester, der eure Opferstätte mit einem besonderen Warentausch bereichert, meine hochverehrte Pharaonin. Okay, also die Landwegnehmer Bajuwaren tun sich bei uns einschleimen, indem sie uns Wasser hergeben. Aber ich habe ja im Vorfeld haufenweise Brunnen gebaut, überall wie blöd, damit einfach genug Wasser im Voraus ist, weil ich es einfach mal davor mal spaßeshalber angespielt habe. Und dann habe ich gesehen, dass das ein bisschen problematisch ist, aber die 200 Eimer Wasser würden uns, denke ich, durchaus weiterhelfen, um hier reichlich weiter produzieren zu können, denn die Bauernhöfe brauchen hier Wasser, um zu laufen. Gut, und jetzt geht das ganze Spielchen mit den Broten wieder von vorne fast los. Wir haben immer noch nur 30 Stück. Jetzt rennt hier immer noch Schweine rum, obwohl dann sein Land weg ist. So, und jetzt können wir hier irgendwie ein Zeug opfern, Wasser herbeischieden. Ziegenmilch erzeugen. Okay, ja gut, die können wir aber auch selber machen. Machen mal diese Betriebsamkeit Opferung. Weiß gar nicht, die Minen, die sind hier fertig. Die laufen mit Fisch. Okay. Ressourcen Holzfällerhütte. 43 Brote. Okay, ich brauche jetzt nichts zu tun, außer jetzt zu warten. Dann haben wir es geschafft. 4 Brote noch. Ich habe natürlich eine Opferung angeklickt, die Brote braucht. Ah. Okay, die Brote wurden gebracht, deswegen haben wir jetzt weniger Brote wieder. Das Werkzeug fehlt noch.
49. Und sind die noch nicht in Lagerhäusern oder was hat der für ein Problem? Tja, eine Frechheit. Also ich habe jetzt die 50 Brote. Ausgezeichnet, die Anzahl der gewünschten Brote wurde hergestellt. Ungeziefer, Schimmel, Jauchepfuhl, Fäulnis und Verwesung soll die Menschen heimsuchen, bis alle zu schwarzer Krätze vermodert sind. Hey, hey, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Sag mit. Keine Laus, eher ein ägyptischer Skarabäus namens Hatschepsut. Die Ägypter haben ihre erste Aufgabe erfolgreich gemeistert. Tatsächlich? Gar nicht mal schlecht. Für eine Frau. Für eine Frau? Was soll das heißen? Nun, was ich damit sagen will, ist im Grunde die Möglichkeit, dem Matriarchat eine gleichwertige Stellung, ich meine der frauenzentrierten Führung, eine Majorität. Majorität. Ich möchte sagen, Bewunderung. Cheffe, bevor du dich um Kopf und Kragen redest, solltest du Hatschepsut wirklich besser in den zweiten Wettbewerb schicken. Gewonnen, du hast alle Hauptziele erfolgreich beendet und damit die Mission geschafft. Wenn du möchtest, kannst du die Karte noch weiterspielen, dein Spielergebnis kannst du aber nicht mehr verbessern. Das heißt, Nebenaufgaben, die noch nicht gelöst wurden, bleiben offen. Dann nochmal die Statistik zum Ende. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig damit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich dann Siedler oder irgendein Anno oder irgend sowas spiele. Bis dann.